Kein Trainer jubelt schöner, kein Trainer jubelt emotionaler als er hier. Alex Kees, der Kloppo der Regionalliga Bayern. Auch diese Woche vor Freude wieder auf dem Feld unterwegs. Ja, aber nur kurz. Ich hab mir gedacht, zweimal geht nicht. Ja, ich habe letzte Woche Geld bekommen. Das sind 30 Euro im Strafenkatalog. Deswegen habe ich mich ein bisschen zurückgehalten. Bei Aufsteiger Rhein-Lech wird eben auch im Kellerduell gegen Rosenheim Emotion ganz groß geschrieben. Paradebeispiel nach 8 Minuten. David Bauer mit der Führung und schauen Sie sich diese Bilder an. Emotion pur. Aber Rhein-Lech kann auch anders. Rhein-Lech kann auch wunderschön. Gosic mit dem Traumlupfer. Konter veredelt nach 25 Minuten. Die Jungs in Rot ja lange mit der roten Laterne. Nach 2 Siegen in Folge haben die frechen Aufsteiger aber einen Lauf. Und da klappt dann einfach alles. David Bauer 3-0. Einmal durchdrehen bitte. Alles entschieden also? Nein, langweilig geht hier in Rhein-Lech anscheinend nicht. Erst Muschkulei mit Traumfreistoß. Rosenheims später Weckruf eine Viertelstunde vor Schluss. Dann fliegt wenig später auch noch Grettmeier nach groben Einsteigen. Sein Foul leider nicht im Bild, Proteste bleiben aber auch aus. Und dann wird's für den Gastgeber nochmal ganz eng. De Molli mit dem Anschluss in der Nachspielzeit. Ganze 4 Minuten muss Alex Kees noch zittern. Dann ist Schluss. Dritter Sieg im dritten Spiel für den TSV Rhein-Lech. Dieser Aufsteiger macht gerade einfach richtig viel Spaß.